Moin und ganz, ganz liebe Grüße von mir. Das Ziel fest im Blick. Ihr seht die Überschwemmungen der Friesenburg. Da sind wir hingewandert. War top, genial. Und zwar sind wir entlang gegangen am Fördersee, am Wohnmobilstellplatz vorbei. Und ja, dann haben wir die Friesenburg uns erwandert. So lang, wie es eben ging, bis zu viel Wasser da war. Ich ja, freue mich, wenn ihr mitkommt. Jetzt geht das Video los. Ich wollte es einfach mal zeigen. Jeden Morgen freut es Herrn Muck mehr. Also unser Weg um den See, der ist sehr, sehr begrenzt. So sieht das jetzt gut. Also kann man nicht mehr weit gehen. Die andere Richtung geidert aber auch nicht weiter. Einmal kurz zum Zeigen hier die Seefee. Die Seefee ist jetzt tatsächlich im See drin. Ja, die Bank ist auch schon fast verschwunden. Die Kneippmeile, da sieht man noch das Schild, aber ich sage jetzt mal, der Metallkasten, in dem gekneipt wird, den sieht man nicht mehr. Und ja, hier ist auch so ziemlich Land unter. Dann wollen wir sehen, ob wir bei der Wohnmobilstellplatz, ob wir darüber ans lange Ende kommen. So, ich wollte das mal versuchen am Haus des Waldes, aber hier ist weit und breit kein Weg mehr zu sehen. Von daher schauen wir mal, dass die urzeitliche Waldanlage, die ist jetzt ja umfunktioniert zur urzeitlichen Wasseranlage. Und da hinten, oh, da ist tatsächlich auch kein Weg mehr. Aber wir gehen jetzt erstmal so rum um Wohnmobilstellplatz und dann versuchen wir bei der Friesenburg an den Fördersee zu kommen. Herr Muck, was sagst du dazu? Das hier ist Disc Golf, also da wirft man so Frisbee-Scheiben rein, wie auch immer. Und wir versuchen hier mal, Muck, das ist der Weg. Wir versuchen mal an Fördersee ranzukommen. Ja, das scheint so gerade so zu klappen. Also hier ist kein Weg mehr. Aber wir wollen ja in die Richtung, wir beiden. Mal schauen, wie es in der Friesenburg oder auf den Friesenburger Wiesen, dass das korrekt aussieht. Ich bin schon mal mega, mega gespannt. Das ist jetzt vielleicht oder bestimmt zu trüb. Ich finde nur, es sieht richtig klasse aus. Also die, wir haben mal gesagt, Lampenputzer beim Schilf, die sind auch im Wasser. Ich versuche das mal so ein bisschen einzufangen. Ich finde auf jeden Fall sehr, sehr schön anzusehen. Dem Herrn Muck erschließt sich, glaube ich, der Zauber nicht so ganz. Wobei, es ist kein anderer Mensch unterwegs. Wahrscheinlich, weil das gleich auch wieder radikal anfangen wird zu regnen. Schauen wir mal. Noch ein Spaziergang der besonderen Art, ohne dass es geregnet hat. Also, ja. Und da auf dem Ast, vielleicht kann man es erkennen, da sitzen diesmal 1, 2, 3 Kormorane.
Ich finde ganz toll. Muck, was sagst du dazu? Also selbst das hier, finde ich, sieht kultig aus. Also da ist die Friesenburg. Das ist, wir haben früher gesagt, das kleine Wäldchen. Hier ist die Vogelschutzinsel. Ja, man ist vom Wasser umgeben und ich finde es herrlich. Wenn ich es nicht anders wüsste, dann würde ich jetzt sagen, Martin und Maxi sind zurück. Also da vorne ist ein Schwadderhund und der schwimmt in den Überschwemmungen und man sieht richtig, also er schwimmt und er springt, wie viel Spaß er hat. Also das scheint ein Seelenverwandter vom Maxi zu sein. Ja, Herr Muck und ich, wir gucken mal. Also man sieht das hier ja schon so ein bisschen. Friesenburg doll überschwemmt. Und wir werden natürlich auf den Aussichtsturm gehen und mal schauen, wie das aussieht. Vor allen Dingen aber auch an die Oste. An unsere geliebte Oste werden wir gehen. Ja, mal schauen. Hier, na klar, ich weiß, das liegt auch am schiedigen Wetter. Aber die Friesenburg ist ja nun mal ehemaliges Moorgebiet. Und also ich kenne sogar noch Wolgras in der Friesenburg. Man sieht es meines Erachtens, ich kann mich für das schwarze Wasser total begeistern. Ist natürlich bei gutem Wetter 10-mal so schön, weil dann spiegelt sich alles ganz, ganz fantastisch. Von daher kommt auf jeden Fall auch noch ein Gutwetter-Video. Jetzt geht's erstmal zum Aussichtsturm. Ja, und wie ich dazu sehe, wird das ein kleiner Umweg, den wir zum Aussichtsturm wohl machen werden. Herr Muck sieht zwar noch völlig optimistisch, aber Herr Muck sieht ja auch schlecht. Gleich kommt der Pfotentest, sicher. Ja, hier ist kein Weg mehr, Muck. Muck im Wasser, das ist ein Sensationsfoto. Also das ist auf jeden Fall schon mal die Thumbnail. Besser geht das nicht. Der Lütte im Wasser, es fängt an zu nieseln. Und wir überlegen uns jetzt, wie wir zur Aussichtsplattform da kommen. Den jungen Herrn Muck, den habe ich hier hochgetragen. Ich hätte gedacht, man sieht mehr Wasservögel. Wie ich finde, aber sehr, sehr nice, also absolut schön. Ich liebe es. Ja, an die Oste kommt man nicht mehr richtig ran. Da ist ein bisschen mehr überschwemmt. Aber da hinten ist ja wieder so ein, ich sage jetzt mal Hochstieg, wie wir ihn von Niedochtenhausen schon kennen. Da werde ich mal über die Oste rüber filmen. Ach, auch das hier finde ich sehr, sehr nice und schön. Auf jeden Fall dieses Jahr werde ich noch mit Kanu oder Kajak die Oste runterfahren. Definitiv. Boah, super, super toll. Jetzt kommt auch noch Sturm auf und wir gehen am Deich entlang, dass wir die Oste nicht sehen können. Macht ja nichts, die komplette Friesenburg ist überschwemmt. Ich bin nur ein bisschen skeptisch, das sind ein paar Zentimeter, Muck. Wir müssen uns bald auf den Deich retten. Mal schauen, ob man hier überhaupt weit kommt. Also da, ich sag jetzt mal, wo es für den Schäfer hochgeht, da werde ich einmal über die Oste filmen. Das definitiv. Bis dahin sieht es auch nicht so nass hier aus. Und dann mal schauen. Also ich glaube, Muckmann gefällt dieser Spaziergang sehr gut.
ist, wie schon ja, die letzten Tage, fast etabliert. Wir sind allein unterwegs, das gefällt dem Lütten gut. Und, oh, da ist wieder Maxi. Nein, sein Bruder da auf der anderen Seite rennt durchs Wasser. Da hält Herr Muck nichts von solchen Spielereien hier. Ja, ansonsten sehen wir mit der Actioncam, seht ihr das natürlich nicht, zwei Schwäne. Ja, sind aber keine schwarzen, sind weiße Schwäne. Jetzt, Mokwi, den Schwenk bzw. den Blick über die Oste. Ich hoffe, da sind nicht zu viel Wassertropfen auf der Linse. Also es hat jetzt richtig doll hier angefangen zu nieseln. Ja, das ist meine Unteroste. Hinten der Fresenburger Kanal. Und ja, man sieht das schon. Also Wasserstand ist ordentlich hoch. Ich sage einfach mal, trotz Schiedwetter, ein voller Genuss. Ich finde es ganz witzig, hat was. Also zur Rechten ist der Deich und links ist das Wasser. Das ist schon einsame Klasse. Total genial. Ja, macht Spaß hier. Das ist übrigens der direkte Weg nach Niederochtenhausen, wo ich mit Herrn Muck am Osterdeich war. Falls jemand das Video gesehen hat, wenn man weitergeht, dann kommt man dahin. So, wobei hier sind wir noch auf dem Nordpfad, Fördersee, Osterland. Herr Muck hatte gerade zu Unrecht Angst gekriegt, wo er Niederochtenhausen gehört hat. Da hat er gedacht, nee, also das galt ja nun für die Pfoten gar nicht. Geht auch gar nicht. Also hier ist nun Schluss mit Weg. Ja, die Überschwemmung, so muss man ja sagen. Also die Oste ist ja nicht. Die ist ja da in einem Deich. Aber die Überschwemmung tritt über die Ufer. Kein Durchkommen mehr für Herrn Muck und mich. Eine einzige Seenlandschaft für uns beide. Ja, der Lütte geht aber noch weiter. Mucki, hier. Muck! Muck! Muck ist doch sonst nicht so mutig. Muck, komm! Hier geht es nicht weiter. Der Muckmann, auf einmal wasseraffin. So, Herr Muck und ich, wir kämpfen schon wieder mit hoher Luftfeuchtigkeit. Der Lütte will nichts wie nach Hause. Und es weht jetzt auch, von daher mache ich jetzt gerade mal die Abmoderation. Ich fand's total nice. Also mega, mega schön. Ach, die Fresenburg, wie lange habe ich die nicht mehr überschwemmt gesehen? Total super, ja, ganz, ganz toll. Ich sage ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Video. Alles, alles Gute, bleibt gesund und ciao. Ich wollte es nur noch mal zeigen, die Unteroste gar nicht so doll über die Ufer, aber dafür gibt es ja auch das Oste-Sperrwerk. Nichtsdestotrotz, randvoll ist sie.